Ich sehe Lichter. Ja, und das ist zum Glück kein pathologischer Befund, denn ich sehe wirklich Lichter. Und damit erstmal willkommen hier bei Mi AppleCat, Leute. Ihr seht hier unten bei Mail und Einstellungen diese pulsierenden Lichter hinter den App-Icons und die verbergen sich hinter dem heutigen Tweak. Denn den finden wir in dem Studio Store. Und zwar genauer gesagt in der allseits bekannten Big Boss Repo und der Tweak nennt sich Active Board. Und der kostet ja, ich weiß, $1,99, nicht gerade der allerbilligste Tweak, aber ich will ihn euch trotzdem zeigen, denn der Effekt ist wirklich sehr schön. Ihr seht ja schon im Vorschaubild, wie das aussieht mit diesen pulsierenden Lichtern und das hat nun folgenden Sinn. Wenn nun eine App im Hintergrund ausgeführt wird, wie zum Beispiel hier die Einstellungen, wenn ich die jetzt öffne, und dann sind die natürlich auch noch hier im Multitasking vertreten und wenn genau das der Fall ist, dann leuchtet dieses App-Icon bzw. dieser weiße pulsierende Schein hinter dem App-Icon ist dann zu sehen. Wenn ihr jetzt auf Mail schaut, dort seht ihr das rote pulsierende Licht dahinter. Das sagt euch an, wenn es eine Nachricht oder eine Mitteilung in dieser App gibt. Das heißt, ihr seht natürlich hier zusätzlich noch das Badge, aber ihr könntet theoretisch auch einfach mit einem extra Tweak die Badges deaktivieren und dann habt ihr nur noch hier dieses Leuchten, was euch dann sehr dezent und elegant darüber informiert, dass etwas vor sich geht. Und das funktioniert einfach so bei allen Apps. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Cydia öffne und auch nochmal schließe, dann seht ihr, dass auch Cydia dieses Leuchten nun hinter dem App-Icon hat. Und das ist im Prinzip auch schon die ganze Funktion dieses Tweaks. Der benachrichtigt euch einfach auf eine sehr minimalistische und schöne Art und Weise, die sehr schön in iOS 7 hineinpasst durch dieses dezente Leuchten. Also die Badges, die könnt ihr getrost entfernen, wenn ihr Active Board installiert habt und dann könnt ihr nur noch das Ganze mit diesem Leuchteffekt nutzen. Wirklich sehr schön und sehr simpel. Ich finde absolut eine Überlegung wert. Kann ruhig so von Apple übernommen werden, Leute. Und das wäre es schon wieder gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Mi AppleCat. Tschüss. Okay, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz, ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen, wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr eine Root auf Android macht und was man dann mit den ganzen tollen Cydia Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert Mi AppleCat. Die Katze hat gesprochen. Mi AppleCat. Auch bei Facebook, Twitter und Google+ und bei www.miappercat.jimdo.com. Wir sehen uns. Rawr!